Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video der Serie Angezockt. In diesem Video möchte ich euch das Spiel The Survivalists vorstellen. Das ist, sag ich mal, dem ja, Genre Survival Indie Abenteuer auch so zuzuordnen. Ist Open World und ihr könnt mit bis zu 3 Mitspielern euch in diesem Spiel zusammen austoben. Auf einer Insel gestrandet versuchen wir dort zu überleben, indem wir Dinge bauen, jagen, Gebiete erkunden, aber auch gegen eine Vielzahl an Tieren und Kreaturen kämpfen werden. Dabei können uns sowohl Affen helfen, die auf der Insel leben, die wir zähmen werden, oder bis zu 3 Mitspieler, die uns halt auf unserem Abenteuer begleiten können. Das Spiel hat so ein bisschen ja, Pixel-Art-Charakter. Ich mag das ganz gern, von daher ich bin gespannt, wie es umgesetzt ist. Zum Schluss gibt es mal wieder ein kurzes Review zum Game. Und ja, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel selbst auch habt, vielleicht sogar auch empfehlen könnt oder auch nicht und wenn ja, warum. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ich denke auch alle anderen Zuschauer profitieren in jedem Fall so von eurem Feedback. Also viel Spaß bei The Survivalists und los geht's. So, Körper müssen wir mal ein bisschen anpassen hier, ne? Was ist denn hier Körper B? Glatze, nein, nein, nein. Kann ich überhaupt mein... Ich bin noch hier... Ah, genau. Jawohl. Das finde ich doch mal gut. Nee, das nicht. Das hätte was. Aber es versperrt mir irgendwie ein bisschen diese Koteletten. Echt jetzt? Oh Gott. Ja, lassen wir das mal so. Shirt, das ändern wir definitiv mal in eine andere Farbe. Hallo, ich will Farbe einstellen. Kann ich anscheinend nicht. Oh, doch, kann ich. Aber die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie geht denn das? Ich hab das doch eben... Hallo? Eben gezogen. Wieso geht denn das nicht? Aha. Das finde ich spannend. Okay, schon die ersten Bugs. Funktioniert nicht. Kaputt. Keine Ahnung. Gedrückt halten, machen, tun. E, C, Leertaste. Können wir mal alle... Ah! Guck. R. Gibt es auch ein Blau? Also die Steuerung, ganz ehrlich, verstehe ich nicht, aber passt schon. Komischer Kram. Muss man nicht verstehen. Das finde ich doch schick. Blau und lila finde ich toll. Cliff, das ändern wir natürlich mal in Bora. Das geht ja gar nicht. Und ja, na egal. Escape. Du hast einen Tagebucheintrag eines anderen Überlebenden gefunden. Du kannst diesen Eintrag im Geschichtereiter deines Tagebuchs lesen. Guck mal an, ein anderer Überlebender. Das finde ich ja spannend. Ah, das ist Tab. Tagebucheinträge, Affen, Schatzkarte. Es war kein gewöhnlicher Sturm. Der Seegang war sehr stark und plötzlich war ich von riesigen Wellen, dunklen Wolken umgeben. Zwischen den Wellen konnte ich erkennen, wie sich ein grünes Portal öffnete und jetzt bin ich hier. Aber wo bin ich? Wo auch immer ich hier gelandet bin, ich muss überleben. Vielleicht kann ich etwas Nützliches aus diesen Kieselsteinen am Strand herstellen. Ja, schauen wir mal, ne? Okay, hier haben wir auf jeden Fall nochmal so ein paar Sachen, wie ich was mache. Affensammlung, Affenhacken, Affenbauen, Affenkampf. Na Mensch. Kann man auf jeden Fall einiges machen, aber das machen wir später. Wo kann ich hier ein bisschen rauszoomen? Das ist ja ganz schön. Ah. Kieselsteine aufheben, das kriegen wir hin. Mhm. Kann ich noch was machen? Blümchen. Nix Blümchen. Mhm. Ah, da ist noch ein Kieselstein. Ey, mach ich doch gerade. Leertaste.
diverser Dinge benötigt. Beeren, großes Blatt. Alle aufheben. Mhm. Und Seil. Ja, macht Sinn. Komme ich hier wieder raus? Ah, so. Okay, funktioniert irgendwie nicht so, wie ich das dachte. Ah, jetzt funktioniert's. Okay. Also du musst etwas essen, um nicht zu verhungern. Um Essen zu dir zu nehmen, wähle es mit Komma oder Punkt aus und drücke dann linke Maustaste, um es zu essen. Okay, Steuerung finde ich jetzt nicht so intuitiv, muss ich gestehen. Essen wählen mit Komma, aha. Und dieses gedrückt halten finde ich auch total nervig. Aber egal. Dieselsteine waren da gerade nochmal. Gibt's hier noch? Jetzt muss hier wohl nichts, wa? Nehmen wir mal noch mehr Kieselsteine auf, die da oben waren. Oh cool, ich kann rollen. Yay. Hä? Was ist nun los? Ah, meine Energie. So, machen wir mal R. Wähle eine Blaupause, die du im Blaupausenmodus platzieren möchtest, indem du linke Maustaste drückst. Sobald sie an der gewünschten Stelle ist, drücke linke Maustaste, um sie zu platzieren. Die Blaupause kann dann umgesetzt werden, nachdem du den Blaupausenmodus verlassen hast. Oh mein Gott, was ist das denn? Schlafen. Speichere deinen Fortschritt. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Wo machen wir das dann? Hier ist, glaube ich, ein gutes Fleckchen. Platzieren? Kann ich das nicht? Oh, so viel wollte ich gar nicht. Soll einem doch gesagt werden. Alles klar, nachdem du eine Blaupause platziert hast, musst du ihr Rezeptgegenstände hinzufügen. Nähere dich der Blaupause dazu mit einem der benötigten Gegenstände in deinem Inventar und drücke Leertaste, natürlich. Sobald das Rezept vollständig ist, rüste ein Allzweckwerkzeug aus und beginne mit dem Bau. Alles klar. Das heißt, wir gehen da mal hin, gucken, was er braucht. Wahrscheinlich irgendwie Gras oder irgend sowas. Aber eigentlich habe ich doch hier Gegenstände zu fertigen. Gucken wir mal. Aha. Finde ich das hier irgendwo? Schau an. Tropics. Du kannst laufen, indem du rechte Maustaste hältst, während du dich bewegst. Tippe rechte Maustaste, um über Lücken und Gefahren zu rollen. Das habe ich schon irgendwie hingekriegt, ja. Entferne einen Gegenstand aus deinem Inventar, indem du ihn auf der Inventarleiste auswählst und anschließend Z drückst. Halte die Schaltfläche fallen lassen gedrückt, um die Menge auszuwählen, die fangen lassen werden soll. Okay. Rezepte schaltest du frei. So, was kann ich da machen? Eine Handaxt. Jo, hau rein. Wähle die Handaxt mit dem Komma. Sobald sie ausgerüstet ist, kannst du mit der Handaxt hacken. Das ist eine gute Idee. Eigentlich habe ich gerade... Ah, hier muss ich wählen. So, Handaxt. Hau rein. Das ist die Lebensanzeige von dem Teil. Süß. Kann ich hiermit auch? Oh ja, kann ich auch. Mal gucken, ob ich damit auch Büsche kaputt machen kann. Oh. Keine Ausdauer mehr. Ja, nun mal hier nicht so anstellen. Wo wir ein bisschen Holz haben können.
Jetzt gucken wir mal, ob wir mit den Büschen hier auch noch was machen können. Ah. Oh, guck. Blütenblätter. Hey, aufnehmen. Aber wie komme ich jetzt hier an meinen... Noch mehr Blütenblätter. Nee, das war eigentlich nicht das, was ich haben wollte. Wie komme ich denn hier an Gras? So offensichtlich nicht. Hier vielleicht diese Dinger. Ah, guck mal an. Hohes Gras. Ups. Leertaste. Jo, haben wir. Um das Spiel zu speichern, musst du in einem Bett schlafen. Aber erst musst du eines bauen. Geh in den Baummodus, indem du R drückst. Ja, aber erstmal muss ich die Ressourcen haben, Leute. Was nützt mir das? Wenn ich das alles nicht habe. Okay, das ist ziemlich nervig hier mit dem Aufheben. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Kann ich denn hier ein Bett bauen? Nee, das will ich nicht. Wie in der Rezeptgegenstand. Wie kann ich dann hier was bauen? Das ist es nicht. C vielleicht. So. Was brauche ich denn da? Strohbündel. Okay. Ah, aus hohem Gras. Guck an. Und jetzt müsste ich das da bauen können. Perfekt. Allzweckwerkzeug. Okay, dann muss ich da nochmal was bauen. Allzweckwerk. Lausiges. Oh Gott. Ja, hau rein. Fertigen. Denk dran, häufig dein Spiel zu speichern. Die Welt da draußen ist nämlich gefährlich. Schlaf in einem Bett, um dein Spiel zu speichern. Deine Welt wird auch gespeichert, wenn du ein Mehrspielerspiel beitrittst. Haben wir erstmal nicht. Bettlaken. Ein Bettlaken. Ja, nee, ist klar. Na komm. Bettlaken kriegen wir auch noch hin. Brauche ich da mehrere von? Anscheinend, oder? Ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten. Ah, Leertaste hinzufügen. Oh, man muss das immer auswählen. Echt jetzt? Nee, wir müssen erstmal noch was essen, sonst kriegt er hier einen Kollaps. Beeren. Wie geht's gegessen? Ah, guck, das funktioniert mit Leertaste. So, das ist doch schon mal was. Dann bauen wir noch mal was. Was bauen wir denn Schönes? Keule. Das ist gut. Dann können wir auf Dinger hauen, brauchen wir zur Verteidigung. Dann. Okay. Haben wir noch? Nutzholz. Mhm. Gucken wir mal. Erstmal bauen wir, glaube ich, ein Lagerfeuer. Das finde ich eine gute Idee. Hier so vielleicht. So, jetzt gucken wir mal, was er dafür braucht. Leertaste. Allzweckgedöns. Bauen wir das mal. Cool. Dann fügen wir mal... Ah, guck. Gekochte Lebensmittel verschaffen dir verschiedene Vorteile. Manche Rezepte stillen mehr Hunger, während andere dich wieder stärker heilen oder sogar deine maximale Gesundheit und Ausdauer erhöhen. Das ist cool. Nahrung wird hier nie schlecht. Horte also deine kulinarische Kreation. Das ist noch besser. Rezept wählen. Was kann ich denn? Fleisch. Okay, habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Das habe ich aber. Fruchtsmoothie. Stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her und stillt eine mittlere Menge Hunger. Ja, dann machen wir das doch mal. Ne? Ah, ich brauche 2 Kokosnüsse. Blöd. Oh, echt jetzt? Ich habe keinen Platz.
Wie kann ich das dann fallen lassen? Das nehmen wir nämlich mit, das brauchen wir nämlich. Dann Kokosnuss. Ich hoffe, die wachsen wieder nach. Nicht, dass ich die hier fleißig abernte. Und dann kommt dann ja nichts mehr. So. Frage ist, brauche ich auch sowas wie Kisten oder kann ich das hier einfach nur so ablegen? Tada. Ja, hau rein, ne? Achso, jetzt muss ich wieder als Zweckwerkzeug. Okay, ja. Fertig. Man muss auf jeden Fall dabei stehen. Was ist jetzt dein Problem? Fertig. Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vielleicht kann es echt sein, dadurch, dass ich das mit Tastatur mache, dass das nicht so easy geht. Während, weiß ich nicht, mit anderen Dingen das vielleicht einfacher ist. Das kann ich noch nicht beurteilen. Ja. Kann ich noch irgendwas Tolles bauen? Wand aus Strohballen. Oh, hier Kiste. Kiste ist immer gut. Truhe. Das bauen wir jetzt. Zack. Und am besten noch eine. Und ein Tisch. Präsentieren. Ah, das brauchen wir nicht. So, Leertaste. Allzweckgedöns. Fertigen. Wird das wenigstens mal verbraucht. Und ich habe gleich was Vernünftiges da drin und das kann man ja nicht weggenommen werden. Ah. Jetzt nehmen wir die alle nochmal auf. Oh, voll. Okay. Öffnen. Ah, und schon können wir Dinge da reinpacken. Nehmen. Jo, packen wir alle rein. Dann haben wir das da noch. Und hier haben wir noch. Und das. Jo. Finde ich doch eine gute Sache. Ey, stell dich mal nicht so an da. Dann, ja, machen wir uns mal auf den Weg, ne? Was gibt's hier denn noch so Schönes? Knubbel habe ich ja schon mal. Vielleicht gibt es ja hier was Tolles zu entdecken. Ah, hier komme ich schon mal nicht weiter. Ah, aber das kann ich bestimmt kaputt machen, oder? Ja. Und ich brauche 2 Kieselsteine, richtig? Oh, Werkbank. Ist auch nicht verkehrt. Ick, Hilfe. Ick. Na denn. Gucken wir mal, wie wir dir helfen können. Na? Deine Affenfreunde können alles tun, was du auch kannst. Weise ihnen im Modus Affennachahmung Rollen zu, indem du Kuh hältst. Cool. Okay, erstmal nehmen wir hier den ganzen Kieselsteingedöns auf. Gucken wir mal, Kuh. Damit ein Affe deine Aktion nachahmt, musst du den Modus Affennachahmung aktivieren. Deinen Zeiger auf einen Affen platzieren und E drücken. Daraufhin beginnt der Affe, dich zu beobachten. Verlasse den Modus Affennachahmung, damit der Affe deine Aktion aufzeichnet und lernt. Hau doch mal auf einen Baum, während dich ein Affe beobachtet, um ihm das Hacken beizubringen.
Aha. Okay. Gut, dann ja, gucken wir mal. Klicke auf einen Affen. Der ist auf jeden Fall aktiviert. So, das ist Folgen, Gegenstand werfen, beibringen. Dann machen wir das mal. Ey, mach mir jetzt hier keine Schande. Okay, wir müssen das noch anders machen. Wahrscheinlich hat er jetzt aufgehört zu lernen, weil er nicht mehr aktiv ist. Habe ich so das ziemlich krasse Gefühl. Weil der Affe natürlich nicht mehr. Ah. Boah, du bist schlau. Toll. Spannend. Oh, da ist was. Wähle eine Waffe und greife deine Feinde mit linker Maustaste an. Drücke und halte, um einen Spezialangriff auszuführen. Du kannst gefährliche Situationen mit rechts der Maustaste aus dem Weg rollen. Stimme deine Rolle auf den Moment ab, in dem deine Feinde angreifen, um einen Konter zu landen. Okay, wow, wow, wow. Wow. Oh, ich habe Fleisch. Krass, ich habe die voll besiegt. Boah, das macht Spaß. Kann ja haufenweise Dinge wieder mitnehmen. Ich hoffe mal, die Bäume wachsen nach. Vor allem habe ich jetzt Fleisch. Ich hoffe, der metzelt mir jetzt hier nicht alle möglichen Bäume ab. Affentutorial abgeschlossen. Okay. Ja, mach mal, ne? Also, ich merke schon, das läuft ja. Ach so, da hat sich mein genommen, mein Kieselstein. Dann gucken wir mal, was ich hier noch machen kann. Das Zeug aufnehmen. Was kann ich denn mit dir noch machen? So, ups. Du machst. Ablehnen, folgen, Gegenstand werfen, beibringen. Ach, mach erstmal. Wobei, bevor der jetzt hier diese ganzen Bäume hier alle umnietet. Ah, guck mal, wir können ja noch andere Sachen machen. Leertaste. Pass auf. Wir brauchen sowas zum Beispiel. Tada! Steht nicht, dass man das nicht eigentlich. Gut, dann machen wir das trotzdem nochmal und den auch nochmal, wobei ich noch nicht weiß, wofür man den braucht. Kann ich deswegen andere Sachen herstellen? Nee, hier andere Sachen auch noch nicht. Egal. Hast du es soweit? Okay, jetzt habe ich auch eine Menge Materialien, ey. Bin gespannt, wofür ich diese ganzen Blüten noch mal brauche.
Ah, Bärchen. Nein, ich bin voll. Ich kann keine Bärchen aufnehmen. Muss vor dem Verzehr gekocht werden, ja. Das lassen wir mal kurz fallen. Und nehmen das auf. Jetzt können wir die nämlich wieder aufnehmen. Wo haben wir denn noch Bärchen? Naja, erstmal würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Dann soll er mir mal folgen, dann können wir dann noch ein paar Sachen bauen. Bin ich nämlich noch gleichzeitig ein paar Materialien los. Komm einfach mal mit. Ist schon lustig mit so einem kleinen Haustier hier. Kokosnuss habe ich nicht. Leertaste. Rezept. Nachahmen und Werkbänke zur Fertigung von Fertigungsrezepten zu benutzen. Versetze einen Affen in den Nachahmungsmodus und liefere einen Rezeptgegenstand bei den Werkbänken ab, damit sie dir die Inhaltsstoffe bringen. Verwende ein Allzweckwerkzeug mit einem fertiggestellten Rezept, damit ein nachahmender Affe etwas für dich fertigt. Uiui. Erstmal brauche ich eine Werkbank. Die muss ich erstmal noch bauen. Okay, bauen wir die erstmal. Werkbank. Wie kann ich die denn drehen? Nein, so auf jeden Fall nicht. Oder ist es nicht vorgesehen? Nein. Dann wollte ich die nicht packen. Dahin zum Beispiel. Dafür muss der hier erstmal. So, warte. Der Stein muss weg. Und der da auch. Und der da auch. Nein. Nein, immer noch nicht. So. Jetzt. Hast du das? Cool. Nochmal lernen. Leertaste. Nee, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Fehlender Rezeptgegenstand. Was ist denn das? Okay. Das ist doof, dass man hier nicht drüber kann. Hier und auch hier. Oh, ich bin voll, echt jetzt? Das kann ich tatsächlich machen. Dann machen wir nochmal was anderes. Ah, okay, jetzt macht er das, weil ich ihm den Gegenstand gegeben habe. So, jetzt habe ich ihn den genommen und deswegen kann er den nicht weitermachen. Mhm. Habe ich verstanden.
So, jetzt hörst du aber mal wieder auf. Hey, hier geblieben. Beibringen. Pass auf. Und zwar, wie man kocht. Hinzufügen. Allzweck. Fertigen. Mal gucken, ob er das versteht. War das jetzt gut? Neue Rezepte freigeschaltet. Gegenstand tauschen. So, jetzt kocht er auf jeden Fall für mich. Das ist ja auch schon mal was. Boah, ich bin schon wieder voll. Affentutorial abgeschlossen. Prima. Was kann ich denn noch machen? Rezept wählen. Was kann ich denn machen? Oh, das kann ich. Provisorische Schüssel. Nochmal provisorische Schüssel. Und das habe ich auf jeden Fall auch. Nur kein Blatt offensichtlich. Ja. Hinzufügen. Koch dann mal. Das bringen wir dann hier nochmal weg. Die Blütengedönse, das dann noch. Das lassen wir, nehmen wir mit. Und das auch. Okay. Schauen wir mal, was wir Neues bauen können. Noch eine Werkbank, kleine Truhe, Lagerfeuer. Das hat sich soweit erstmal alles nicht geändert. Aber hier könnten wir vielleicht noch was bauen oder auch nicht. Affentutorial. Gegenstand nehmen. Dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, was das ist. Kuh. Folgen, ablehnen, beibringen, Gegenstand werfen. Ja, folgt mal halt einfach, ne? Speichern wir mal. Wahrscheinlich ist es gleich Nacht und das war völlig blöd. Aber wir speichern. Noch nicht Nacht, das ist prima. So, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Haben wir noch längst nicht alles erkundet. Ich habe auf jeden Fall einen Knüppel. Ah, hier waren noch mal Sachen. Ich brauche ja schließlich Beeren für mein Kokosnussrezept. Dafür sind also die Büsche mit den entsprechenden Punkten. Das heißt dann wohl, dass das Beerenbüsche sind. So. Ich glaube, ich finde hier den Weg wieder raus. Offensichtlich muss man sich den hier so ein bisschen freischaufeln. Was hat du denn? Gegenstand geben? Nee, ich gebe dir mal den. Gleichzeitig mache ich mir mal einen neuen. Beziehungsweise jetzt kommen wahrscheinlich hier so komische Viecher. Muss ich echt hier noch mir ein Knüppelgedöns hier herstellen?
Kochen benutzt. Palmblatt. Palmblatt brauche ich auf jeden Fall nochmal. Wofür brauche ich eigentlich den Holzstab? Mal so ganz nebenbei. Steht hier nirgends. Na gut. Mach doch mal was mit hier. Du könntest ja auch ruhig mal mithelfen. Weil der hat eben mein keine Energie. Wahrscheinlich habe ich gleich keinen Platz mehr. Weltkarte in deinem Tagebuch finden. Im Kartenreiter kannst du Markierungen setzen, die auf der Minikarte oben rechts am Bildschirm angezeigt werden. Ah, ich erinnere mich, ich sollte ja Schatzkarte und so. Wo sind die überhaupt? Ernten. Mhm. Sammeln. Bauen. Guck an. Fertigen. Naja. Ist ja noch am Üben, nicht? Das ist auf jeden Fall mal wieder hergestellt. Machen wir uns mal hier ein bisschen Platz. Kann ich das schlauer dem Affen nebenbei zu sagen, hier, lern das mal, damit du das besser kannst. Aber wir wollen ja hier mal vorankommen. Oh. Noch ein Affe. Ah, wilde Affen werden dich um Gegenstände bitten, damit du ihr Vertrauen verdienst. Lass den Gegenstand, den sie wollen, einfach in ihrer Nähe fallen und du hast neue Affenfreunde. Ja, cool. Der will also eine Schüssel mit Obst oder was das war. Du lernst das, ne, Freundchen? Was ich hier Tolles machen? Sieht mir gerade nicht mehr so aus. Wo ist er denn? Hier geblieben. Hau rein. Ah. Hör mal. Das solltest du eigentlich nicht machen, aber ist auch okay. Du musst ja lernen. So, was habe ich denn hier? Kohle. Kann auch zur Reinigung von Wasser verwendet werden. Guck an. Gegenstand geben. Ich nehme an, der ist... Wie sagt man? Kaputt. So, hau rein. Tauschen. Da hat er ja noch einen. Oder? Okay, der ist auf jeden Fall fleißig, das ist schon mal gut zu wissen. So. So, komm mit. Ich brauche hier noch so eine Schale. Oh, da ist eine Hase. Ich den hier mal eben so erlegen kann. Ups, der war zu schnell. Aber da sind Schädel und so. Auf jeden Fall macht er hier mal ein bisschen aufräumen. Finde ich gut.
man hier mal was sieht. Wie kann ich denn so eine tolle Schale herstellen? Das steht hier noch nicht. Nee, nee, nee. Folgen. Komm, komm. Also eigentlich habe ich gesagt, da sollen wir folgen, ne? Aber scheint ihn gerade nicht so wirklich zu interessieren. Hallo? Folgen. Alter Schwede, jetzt habe ich aber hier einen Vorrat an allen möglichen Sachen. Und hier schon direkt eine Lichtung gebaut. Hier musst du noch mal ein bisschen aufräumen. Geht's denn hier durch? Das müssen wir noch mal verbessern. Leertaste. Nehmen wir erstmal hier nochmal das ganze Zeug rein. So. Dann bauen wir nochmal eine Kiste. Pass auf. Aber vorher lernst du noch. Dann muss ich dir noch beibringen, wie man das macht. Hinzufügen. Und fertig. So macht man das. Machst du Auge. So geht das. Und dann könnte man das so machen, dass man hier die Baumaterialien reinpackt. Baumaterialien. Und oben das ganze Essen. Leertaste. Ich drücke eigentlich die ganze Zeit die Leertaste. Dann gucken wir nochmal. Leertaste. Das kann mit... Machen wir das nämlich da alles raus. Ah, ich bin voll. Wer hätte es gedacht. Und schleppen das Zeug hier alles wieder rein. So, was kann man mit den Dingern hier machen? Muss man doch noch irgendwie... Ah, jetzt haben wir es. Palmblatt und Steinbrocken. Kieselsteine. Ja, dann stellen wir doch mal Kieselsteine her. Leertaste. Nein, nein, nein. Das war das Falsche. Das geben wir dem. Und sagen... Ey. Geben. Affe. Gottes Willen. Nehmen wir den bei. Und zwar, wie man Dinge fertigt. Zum Beispiel sowas. Tada. So. Und davon noch. Und dann stellen wir das da noch her. Und... mein Blatt aufheben. Ah, das ist die Zeit, in der er jetzt lernt. Okay. Kieselsteine. Und noch so ein Ding.
Und was können wir noch machen? Sowas zum Beispiel. Oh, ich habe nicht so viel mit. So, das ist doch mal was. Öffnen wir und packen unser Krams hier rein. Dann brauche ich auf jeden Fall davon ein bisschen und ich glaube davon und ich glaube das. Und dann gucken wir mal, was er von mir will. F abbrechen. Nee, eigentlich sollst du. Ich ja. Wo ist mein Holz? Kein Holz mehr? Du so viel Holz gemacht hier. So, das brauche ich. Tada. Begrenzen, drücke und halte. Okay. Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das ist auf jeden Fall das, was ich brauche. Ich brauche noch eine Schüssel. Hatte ich nicht vorne eine? Davon habe ich noch. Und davon auch. Chichi, ja. Cool ist, dass ich dem die ganze Zeit irgendwelche Sachen gebe, der aber gar nicht das Zeug braucht. Hey, zugucken hier. Ich brauche definitiv mehr Fleisch. Ich brauche auf jeden Fall für das Teil da, diese komischen Ziegelsteine, habe ich. Ah, guck. Tada. Guck dir das genau an. Mit der Werkbank können wir jetzt ganz viele tolle Sachen machen. Rezept wählen. Oh, jetzt aber hier. Werkzeuggriff. An einer Vielzahl an Werkzeugen verwendet. Okay. Machen wir einfach mal, ne? Fehlende Gegenstände. Paar davon. Eigentlich habe ich das Holz hier drin, ja. So, und dann fertigen wir das Ganze mal. Wofür man das jetzt auch immer gebraucht hat. Was kann ich damit machen? Nochmal? Ja, komm. So, muss aber gut sein. Dann haben wir. Eine Axt. Axt und Fackel. Das ist doch mal cool. Also Fackel. Ah, Kohle brauchte ich dafür. Also das ist schon eine coole Sache, was das hier so angeht. Man kann echt schon einiges machen. Rezept wählen. Kann ich ja auch Kohle wählen? Mal so ganz nebenbei. Das habe ich nicht. Geschmorte Beeren. Aha. Na gut, für den Anfang soll das ja erstmal reichen. Gucken wir mal, dass wir hier an Kohle kommen. Das habe ich irgendwie noch nicht so. Das da kriegen wir auf jeden Fall hin. Die nehmen wir auf. Mal gucken, ob das funktioniert mit so einem angebrochenen, angebrochenen Stein. Leertaste. Seil brauche ich. Okay. Das machen wir mal eben schnell. Und natürlich habe ich keinen Platz. Das ist, ja. Lustig.
Leertaste. Hey, hier. Guck dir das genau an, wie man das macht. Ah, die Kohle entsteht also einfach irgendwann. Würde ich jetzt mal schätzen. Kann da echt nicht drüber gehen, das nervt mich. Aber ich habe jetzt meine zweite Kohle, die ich brauche. Kohle. Machen wir erstmal wieder Holzfeuer. Dann Rezept wählen. Das war nämlich die Fackel. Was können wir hier noch? Schaufel. Gegenstände ausgraben. Das finde ich tatsächlich viel nützlicher. Nein. Willst du mir jetzt echt sagen, dass ich... Was braucht ihr noch? Tatsächlich zweimal Seil. Ich glaub's nicht. Und natürlich bin ich jetzt voll. Irgendwas ist ja immer. Achso, ich hab Hunger. Wieso? Geht doch. Okay, ich brauch dringend jetzt was zu futtern. Oh, komm schon. Das, ey, da willst du mich doch verarschen hier. Ich hab das doch gemacht. So, hau rein, Junge Kumpel. Juhu. Schaufel. Dann machen wir jetzt was. Fackel machen wir noch. Das fügen wir hinzu. Dann soll es auch erstmal gut sein. Gucken wir mal, wenn wir dem jetzt hier gleich eine Axt in die Hand drücken, was hier gleich passiert. Mach den da mal weg. Eine Axt kennt er noch nicht, wahrscheinlich. Brauch eine Abkürzung. Der Rucksack ist ein bisschen klein, muss ich sagen. Gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Hier scheint auf jeden Fall spannendes Gebiet zu sein. Vielleicht war hier mein Schatz. Schlamm. Ist hier nur Schlamm? Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Häschen. Da ist noch eins. Hier geblieben.
Nein. Ah, guck. Wieso passiert denn da nichts? Schlamm, ja, aber hier ist doch auch was Spannendes. Schade, okay, also das hat nicht funktioniert mit dem, wie ich das vorhatte. Also kriegst du wieder das da und dann tauschen wir einmal und dann passt das schon. Nein. Hallo. Tauschen. Leertaste. Hä? Geht doch. Also manchmal ist das ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. So, was gibt's hier denn? Untersuchen. Plamm. Mhm. Da waren wir schon. Scheinen hier Monster zu kommen. Da, wo hier so blinky-blinky ist, kann man anscheinend untersuchen. Aber ist nichts blinky-blinky drin. Wo ist denn hier der Affe, der da noch was von mir wollte? Ey, ich komme hier nicht durch. Nervt mich ein bisschen. Hier geblieben. Ah. Wie süß. So, auf jeden Fall noch mal ein neuer Affe. Und ich habe natürlich wieder Hunger. So, hier, mach mal was. Wo ist denn eigentlich der Schatz geblieben? Den ich doch hier eigentlich finden sollte. Oh, guck mal. Hier ist was Tolles. Irgendwas mit Gegenständen nehmen. Das muss hier mal weg. Mal nicht so anstellen hier. Was macht man damit? Spannend. Kriegen wir auch noch raus. Okay. Hier sehe ich erstmal nichts. Ah, in den Sumpfregionen ist es gefährlich für Menschen, denn dort gibt es eine Menge Insekten, die dich beißen können. Du kannst dir ein Elixier aus alten Knochen, Blütenblättern und Wasser mischen, um sie dir vom Leib zu halten. Okay, vielleicht sollte ich denn da... Ah, jetzt finde ich auf einmal auch Flaschen. Leertaste aufnehmen. Wurde meinem Tagebuch hinzugefügt. Guck mal, hier ist noch eine Flasche, die war aber eben noch nicht. Noch eine Schatzkarte. Ja gut. Bisschen lästig das Sammeln hier. Was gibt's denn hier noch?
Schon wieder Hunger. Habe ich noch irgendwas zu futtern? Gibt's hier nicht irgendwie noch irgendwelche tollen Bärchen oder so? Kann man echt nichts futtern. Voll der Schatz hier. Tagebucheintrag. Noch eine Schatzkarte wahrscheinlich. Ja komm, mach mal was hier. So, macht was. Ich glaube, ich lade den Schlamm erstmal ab. Ich brauche Kokosnuss. Ihr sollt ja nicht alles abladen, ne? Also für Teleporter gelten die Gesetze der Physik nicht. Baue zwei Teleporter, um zwischen ihnen zu reisen. Du wirst ein paar Juwelen benötigen, um sie zu bauen, und leuchtende Steine, um sie anzutreiben. Das ist praktisch, wenn man sowas hat. Ja gut, komm hier. Gut jetzt. Na. Ich glaube, du hast jetzt gerade genug hier abgemetzelt. Ich komme gar nicht dazu, das hier alles aufzusammeln. Dumm. Das finde ich manchmal ein bisschen umständlich, aber gut. Ist dann, wie es ist. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Und ich habe wenigstens ein bisschen mal irgendwas gegessen. Ein paar Palmblätter habe ich also auch. Die brauche ich ja auch wieder, um hier meine Bowl zu machen. Gucken wir mal, hier gibt es noch Kokosnuss. Und die anderen Bäumchen lassen wir mal noch schön wachsen, in der Hoffnung, dass da noch eine Kokosnuss wächst. So, die Vegetation sieht schon ein wenig anders aus. Okay, brauche ich jetzt eh gerade nicht. Knochen gibt das bestimmt. Ah, schau mal eine an. Okay, ich glaube, ich lade den mal eben hier ab. Und nehme Knochen mit. Kann man aus dem Teil hier machen. So. Ah, Kohle. Schade, kann ich nicht mitnehmen. Ah, gut. Haben wir hier noch? In den vulkanischen Regionen wirst du verbrennen. Du musst etwas sauberes Wasser finden, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Okay. Was ist das hier? Kühlender Rezeptgegenstand. Dann bauen wir mal, würde ich sagen. Nämlich das da. Und schmeißen das mal kurz beiseite. Hier, guck dir das an. Lerne. Leertaste. Oh. Und jetzt? Tragen. Womit? Ja,
Ja, Leute, das war es soweit von mir. Also mir macht das echt Spaß. Ich kann mir das vorstellen, auch noch weiter zu spielen. Ist auf jeden Fall nichts für den kurzen Zeitvertreib, sag ich mal so. Aber ich denke, gerade wenn man das mit Freunden spielt, hat das Spiel nochmal ganz andere Möglichkeiten, als wenn man es jetzt allein macht. Auch die Tatsache, dass man Affen als Begleiter zur Verfügung hat, ist nochmal ein ganz anderes Spielprinzip. Kenne ich so bisher auch noch nicht. Macht aber durchaus Sinn, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten nutzen kann, ohne sich halt mit diesem langweiligen Kram zu beschäftigen. Das können dann halt andere machen. Wenn man das, sage ich mal, ein bisschen besser beherrscht als ich jetzt. Ich probiere es ja auch gerade erstmal aus. Von daher finde ich es insgesamt sehr gelungen und ich würde es mir kaufen. Ein Kritikpunkt, den ich tatsächlich habe, ist die Steuerung. Ich habe keine Ahnung, ob das einfach daran liegt, dass ich noch wirklich am Anfang bin, ich so ein bisschen reinkommen muss. Es gibt auf jeden Fall viele Tastenkombinationen, generell Tasten, die man im Kopf haben muss, um sich hier zurechtzufinden. Kann auch sein, dass es einfach besser aufs Gamepad irgendwie zugeschnitten ist und die Steuerung mit Tastatur und Maus daher ein bisschen komplizierter ist und nicht so gut angepasst. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber es hat auf jeden Fall Potenzial. Allein die Tatsache, dadurch, dass es Open World ist, denke ich, gibt es viel, viel, viel zu entdecken. Ich habe ja wirklich innerhalb dieser Stunde nur einen Bruchteil angerissen und ihr habt ja auch bei weitem noch nicht alles gesehen, was eigentlich möglich wäre. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr auch auf andere Inseln fahren könnt und besiedeln und dort erkunden und habt entsprechend halt auch andere Gegner. Also das Spiel hat da, denke ich, wirklich Potenzial. Ja, Grafik spricht für sich. Der eine mag es, der andere nicht. Ich mag das ja immer ganz gern. Diese Pixel-Games hat seinen gewissen Charme. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel vielleicht sogar selber auch habt und ob es euch gefällt und wenn ja, warum oder auch wenn es euch nicht gefällt, wenn ja, warum. Ich würde mich freuen und ich denke alle anderen, die sich das Video anschauen auch, um einfach da nochmal eine gewisse Referenz zu haben, was für oder gegen dieses Spiel spricht. Von daher, das war soweit mein Video zum Spiel The Survivalists aus der Serie Angezockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, alles Gute euch. Eure Bora.